Zwar zu Matrix, 30 Tage extrem gesund leben. Das ist das, was ich tue. Was passiert, wenn ich 30 Tage lang so gesund wie nur irgendwie möglich lebe? Ja, das ist cool, for real. So von der Ernährung. Mein Roblox-Simulator in Roblox, ich hasse dich unfassbar. Bis zum Sport alles genau so mache, wie es empfohlen wird. Da gibt es doch diesen Multimillionär, der es auch macht, damit irgendwie 170 wird. Das werde ich ausprobieren. Laut Statistik ist jeder 7. Todesfall in Deutschland auf ungesunde Ernährung zurückzuführen. Sie erhöht das Risiko für Herzinfarkte, Depressionen, Schlaganfälle und viele weitere Erkrankungen. Außerdem bewegt sich ein großer Teil der Bevölkerung zu wenig, schläft schlecht und ist massiv gestresst, was wiederum andere gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Und auch ich bin da keine Ausnahme. Ich glaube, schlafen tue ich genug, hoffe ich. Bewegen, ah, weiß ich nicht ganz. Ich achte nicht wirklich. Und in den Ferien und der Wochen, unter der Woche schon, for real. Darauf, was ich esse, bin allein. In Amerika, jeder Tod ist für entweder School-Shooting oder falsche Ernährung. Durch den Job ziemlich oft. Sterben in Amerika nicht mehr Leute durch Waffengewalt durch Autos? Und schaffe es maximal ein bis zweimal die Woche Sport zu machen. Wie die meisten will ich auch gerne möglichst gesund leben, aber im Alltag ist es halt oft nicht so einfach. Zu bequem ist es, ungesund zu essen oder eben nicht zum Sport zu gehen. Aber wie schwer ist es wirklich, ein perfekt gesundes Leben zu führen und was macht das mit mir, wenn ich mich an alle Vorgaben halte? Das will ich ausprobieren. Ganz ehrlich, ich glaube, er wird deutlich glücklicher. Ich glaube, er wird deutlich glücklicher. Seine Haut wird ja nicht so verreinern, weil die ist schon sehr, sehr rein, was man sagen muss. Das ist sehr beeindruckend. Der wird sehr viel Körperhygiene betreiben, der Mann, nehme ich an. Das Selbstexperiment. Für mein Aber dieses Thumbnail, der ist gesund Nussalat, for real. Im Moment auch messbare Ergebnisse zu bekommen, lasse ich mich vorher und nachher untersuchen und mache Aufnahmen von meinem Körper. Hot, holy shit, Digga, hot. Aber welche Faktoren beeinflussen unsere Gesundheit genau? Ich treffe Professor... Ich bin glücklich, wenn ich sterben will oder so. Dr. Ingo Frohböse, er ist... Alter, Frohböse, Bro, da bin ich ja komplett verwirrt. Ist er jetzt froh oder ist er böse? Wissenschaftler und kennt sich bestens in Sachen Gesundheit aus. Ja, ich gehe mal von 5 Faktoren aus. Bewegung, körperliche Aktivität, Training. Zweites ist Ernährung, natürlich. Ich spiele mit Kindern, ich distanziere mich davon. Wir alle, ganz wichtiger Baustein. Das dritte ist... Ich finde deine Augen, blaue Augen sind so fresh, oder? Ja, der Stress, der uns belastet, den müssen wir irgendwie in den Griff bekommen. Das vierte ist der Schlaf. Und das fünfte ist der Suchtmittelkonsum, natürlich, damit meine ich Alkohol und Rauchen. All diese Faktoren muss ich also bei meinem Experiment berücksichtigen. Für das Thema Stress habe ich mir überlegt, ich packe weniger auf meine To-Do-Liste, arbeite nicht zu lange und nicht am Wochenende, nehme mir bewusst Auszeiten und lösche Social Media Apps wie TikTok. Wichtig und richtig, for real, Digga. Be real habe ich nicht. TikTok habe ich gleich, du konntest doch keine Ahnung, was Bookbeats ist. Threads habe ich nicht. Instagram habe ich meinen Account deaktiviert. Da habe ich nur noch meinen Clips-Account, wo ich Dinge poste. Aber konnte mich auch nicht. Ich bin jetzt leider ein bisschen in der YouTube-Short-Masse. Aber ich finde die richtig Arsch. Ich mache auch da. Ich blockiere auch alles, ich nur Arsch-Content habe, damit ich da wenig Zeit drauf verbringe. Twitter habe ich auch nicht. Talk Twitter und so weiter, weil da unterwegs zu sein, kann ja schon ganz schön stressen. Ich schlafe jede Nacht mindestens 8 Stunden, gehe zu festen Zeiten ins Bett und stehe zu festen Zeiten auf, also so wie bei meinem innere Ur-Selbstexperiment. Ich verzichte komplett auf Alkohol und andere Drogen, also ich ziehe mein 30 Tage ohne Drogen-Selbstexperiment weiter durch. Aber wie sieht's mit der körperlichen Aktivität aus? Also extrem erbärmlich. Wie viel sollte man sich für ein perfekt gesundes Leben bewegen? Ich hätte gesagt, so möglichst viel, oder? Also jeder, also nicht, natürlich nicht, dass man so Körper zerstört, aber schon ist schon krass, krass viel. Ich glaube, desto mehr, desto besser. Im normalsterblichen Bereich, meine ich jetzt. Jeden Tag Bewegungspunkte im Alltag sammeln, beweg dich so viel wie möglich. Die Inaktivitätszeiten, also vor deinem Computer, maximal immer eine Stunde am Stück. Scheiße, okay, Jungs, das Ding ist halt absolut open. Ne? Also ich bin halt tot, ne? Ich bin legend tot jetzt. Dann stehst du wieder auf und machst ein bisschen 5 bis 10 Minuten Bewegung. Versuch so viel wie möglich Wege zurückzulegen, die eben nicht motorisiert sind. Zweitens, Herz-Kreislauf-Training betreiben. 45 bis 60 Minuten, ruhig, sanft, immer mit ausreichend Sauerstoff und mindestens 2-mal in der Woche Muskeltraining für alle großen Muskelgruppen. Das stärkt schon die Muskeln und du machst 30 Tage Challenge, da bin ich sicher, dass deine Haltung besser wird und du schon verspürst, hier hat Muskelmasse zugenommen. Ich habe mir gedacht, ich fange das Experiment erstmal mit einer Runde joggen. Okay, ist genug mit mir vor. Jetzt kann ich eine Stunde wieder sitzen. Easy. Also ich habe mir vorgenommen, jeden zweiten Tag zu joggen oder halt ins Gym. Ich war auch schon seit einer Weile nicht mehr joggen. Oh, das muss ich auch mal dringend machen. Zu gehen und Krafttraining. Bist du kalt draußen? Zu machen. Heute ist... Nee, ist es warm. Nee, ist auch kalt. Beides. Das mag ich nicht. Joggen dran. Egal, ich suche mir weiter Ausreden, damit ich es nicht tun muss. Das ist smart. Ja, noch aus meinem 30-Tage-Joggen-Selbstexperiment. Und ich muss sagen, seitdem mag ich Joggen. Also ich mache das immer noch ab und zu. Und jetzt noch mal auf jeden Fall ein bisschen regelmäßiger. Let's go. Workout-Stream oder Jog-Stream? Ey, wir können wirklich mal Workout-Stream machen, aber ich weiß nicht, das Gefühl ist, ich glaube, das ist nicht spannend. Ich glaube, es ist die ersten 10 Minuten witzig, so wie mein Koch, wie mein Koch-Stream gestern. Ich glaube, das ist zum Zugucken echt nicht spannend, bin ich early. Okay. Was bei mir nicht ist, dass ich da völlig reinscheiße, weil ich halt...
das dann in Regelmäßigkeit mache, weißt du, mein? Ich hab's geschafft. Das, dann werde ich halt nicht völlig erkacken, das ist nicht witzig, glaube ich. Ich bin ganz schön durchgeschwitzt, aber war auf jeden Fall gut. Und jetzt geht's direkt an mein gesundes Frühstück. Aber was genau bedeutet gesunde Ernährung wirklich? Beim Thema gesunde Ernährung gibt es ja auch immer super viele verschiedene Meinungen. Deswegen treffe ich den Ernährungsexperten Dr. Volker Manns. Jetzt geht's bei dem Experiment. Ich glaube, Kenneri will es nicht zeigen, Smash HP. Es geht ja darum, 30 Tage so gesund wie möglich zu leben. Was macht denn im Gegensatz dazu schlechte Ernährung mit unserer Gesundheit? Der Körper wird merken, wenn du dich ungesund ernährst. Du hast Entzündung, du hast Übergewicht, du hast Konzentrationsschwächen, du bist schlapp, Krankheiten treten auf. Es braucht nur ein Symptom auftreten und klack, 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 wie so ein Dominostein kommen die anderen hinterher und das möchte kein Mensch. Was versteht man allgemein unter einer gesunden und ausgewogenen Ernährung? Da gibt es auch Empfehlungen, gerade von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wir haben 3 Portionen Gemüse am Tag, 2 Portionen Obst. Du solltest eher weniger Kohlenhydrate, mehr Proteine essen, weil Proteine sind sehr sättigend. Das heißt, du isst dann auch nur... Aber ich will zunehmen, ich mache Massephase, ich muss viele Kalorien essen. Wenn du Hunger hast, solltest du trinken, so 1,5 bis 2,5 Liter am Tag. Ich trinke viel, viel mehr. Ich trinke viel mehr. Ich achte immer darauf, dass mein Urin möglichst durchsichtig ist. Dann solltest du darauf achten, keinen industriellen Zucker zu nehmen, weniger Salz und keine Fertigprodukte, weil da sind zu viele künstliche Zusatzstoffe drin. Und als letztes sind Öle und Fette, kann man wunderbar auch morgens ins Müsli eben kalt reinbringen. Viele vergessen bei der Ernährung, dass das Thema Trinken dazu gehört. Wir brauchen 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das heißt, bei dir sind das ungefähr mindestens 2,1 Liter pro Tag, die du trinken solltest. Wenn ich möglichst brauche ich mehr als Tomatix oder weniger? Weniger, oder? Und davon, Achtung, 60% am Vormittag. Starte morgens am besten mit einem großen Glas lauwarmen Wasser. Und wenn ich dir noch einen kleinen Tipp geben kann, tropf da immer morgens jetzt für die nächsten Wochen einfach eine halbe Zitrone rein. Wenn du damit startest, hat der Körper auch direkt wunderbar einige Mineralien und Spurenelemente, die er dann wunderbar direkt verarbeitet. Dr. Manns hat dann mit mir einen optimalen... Ich glaube, solche Ärzte, die sowas wissen, die werden übelst hund, die werden 130 alt, weißt du, und dann sind sie immer noch Leistungssportler quasi. Übungsplan für mich erstellt und der sieht so aus. Erstmal verzichte ich komplett auf Fastfood, Softdrinks, Zucker und... Aber auf Softdrinks verzichte ich mittlerweile zu 100% auch, das ist sehr, sehr geil. Und Zucker, gerade in der Weihnachtszeit ist jetzt weniger, aber sonst davor und danach wieder auch quasi gar nicht. Das ist sehr geil. Arbeitete Lebensmittel und achte darauf, dass ich alle 3 Makronährstoffe und die Mikronährstoffe im richtigen Verhältnis zu mir nehme. Also ich glaube, ich lebe nicht besonders ungesund. Ich glaube, ich würde ehrlich sein, ich glaube, ich lebe gesünder als der Durchschnittsdeutsche, würde ich sagen. Hoffentlich stimmt's auch. Beim Frühstück soll ich 50% Proteine, 25% Fußballpack-Opening. Digga, ich habe keine Ahnung von Fußballspecial, hab ich in Ruhe. Dann vollwertige Kohlenhydrate und 25% stärkearmes Gemüse und zuckerarmes Obst essen. Dazu Stärke, Kartoffeln ist die Stärke. Ne, ich esse viele Kartoffeln, aber ich esse die auch meistens roh, weil ich mir der Schäden nicht bewusst bin. Kriege Bauchschmerzen, denke, das ist ja schlimm, esse nächsten Tag normal welche. Esslöffel gesundes Fett. Mittags und abends soll ich 50% stärkearmes Gemüse, 25% Proteine und 0-25% vollwertige Kohlenhydrate essen. Dazu 1 Esslöffel gesundes Fett. Dazu habe ich noch Listen mit Lebensmitteln bekommen, an denen ich mich grob orientieren kann. Empfohlene Proteinquellen sind zum Beispiel Quark, Ei, Tofu, Fisch oder Hülsenfrüchte. Beim Gemüse sind das so Sachen wie Tomate... Oh, so Hülsenfrüchte, geil! So die mit dir so ein Typ ist in, hier, Nudeln mit Nudeln? Ach, Digga, ihr wisst, was ich meine. Paprika, Brokkoli oder Rucola, an Obst sowas wie Beeren, Apfel oder Zitrusfrüchte und an vollwertigen Kohlenhydraten sowas wie Vollkornbrot, Vollkornreis, Vollkornnudeln, Linsen, Couscous. Von Linsen muss man grinsen. Haferflocken und an gesunden Fetten sowas wie Leinöl, Nüsse oder Avocado. Aber auch sowas. Und Olivenöl, ich nehme immer Olivenöl. Ist Olivenöl gesund? Ich muss ganz kurz googeln. Ich nehme immer Olivenöl, das macht mich jetzt völlig fertig. Wie fermentierte Lebensmittel sollten regelmäßig auf meinem Teller landen. Dr. Manns rät mir noch, ich soll 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß... Ist Olivenöl gesund? Olivenöl weiß, danke. Positiv auf die Gesundheit, easy. ...pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehmen. Und das sollte noch zu einem echten Problem für mich werden. Nimm doch Proteintrink! Mit den ganzen Infos und einem Beispiel Wochenplan kann das Experiment starten. Ich bin gerade einkaufen und das ist echt gar nicht so einfach, weil echt überall Zucker drin ist und ich irgendwie so einen ganz neuen Warenkorb zusammenstellen muss und dadurch dauert das auch einfach ewig. Also mir ist schon mindestens eine halbe Stunde oder so hier drin. Normalerweise geht's schneller. Gerade aufgestanden, das heißt jetzt erstmal hier das lauwarme Wasser mit ein bisschen Zitrone.
Was komisch, lauwarmes Wasser zu trinken. Zum Frühstück gibt's ja, ich trinke mal so warmes. Mittlerweile ist es kalt, aber ich mag so warmes Wasser irgendwie. Schon bei mir Vollkornbrot mit Avocado und Ei. Das hat viele Nährstoffe. Das Ding ist... Aber Avocado ist Arsch. Dass ich jetzt bei diesem Experiment alles, was ich esse, tracken werde. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen nervig wird. So sieht das Ganze fertig aus. Ich glaube, das wird lecker. Das sind jetzt ungefähr 600 Kalorien. Lecker wie vom Bäcker. Bin gespannt, wie es schmeckt. Zum Tracken benutze ich übrigens die App Yasio. Damit ist es super leicht, seine Ernährung im Auge zu behalten. Und ich benutze die App tatsächlich schon ein bisschen länger, nachdem die mir mal ein Fitnesstrainer empfohlen hat. Deswegen freue ich mich sehr, dass Yasio dieses Video unterstützt. Yasio hat eine riesige Datenbank, in der alle möglichen Lebensmittel gespeichert sind. Das Einzige, was man zum Tracken machen muss, ist den Barcode des jeweiligen Lebensmittels zu scannen. Und schon sieht man die kompletten Nährwerte. Und auch Lebensmittel, die keinen Barcode haben, wie... Hä, hey, das ist cool irgendwie. Obst oder Gemüse sind bei Yasio... Aber wenn das Geld kostet, bestimmt gibt es auch kostenlose Alternativen. Speichert. Ja, die sind probably nicht ganz so geil. Da muss man dann einfach nur die entsprechende Menge abwiegen und kann das dann auch bei sich eintragen. So ist es wirklich leicht zu sehen, wie viele Kalorien man zu sich nimmt und wie die Makronährstoffe des Essens zusammengesetzt sind. Und mir hilft das einfach voll dabei, bewusster zu essen und überhaupt erstmal zu verstehen, welche Lebensmittel wie gesund sind. Bevor man loslegt, kann man ein paar Ziele festlegen. Muskeln abbauen, yeah! Ob man abnehmen oder Muskeln aufbauen möchte. Und anhand dessen wird dann der entsprechende Kalorienbedarf ermittelt. Mit Yasio Pro kann man coolerweise seine anderen Fitness-Apps mit Yasio verbinden. Das ist praktisch, weil wenn man durch sein Training Kalorien verbrennt, weiß Yasio auch, dass man mehr Kalorien essen kann und so hat man dann all seine Fitnessdaten in einer App gesammelt. Außerdem gibt es bei der Pro-Version ein riesiges Rezeptbuch mit über 2500 gesunden Gerichten und man hat die Möglichkeit, sich wöchentliche und monatliche Auswertungen anzeigen zu lassen. Deswegen habe ich mich damals direkt für die Pro-Version entschieden. Ihr könnt Yasio aber auch kostenlos nutzen. Natürlich habe ich noch einen Rabatt für euch auf yasio.me/tomaten. Dieses Foto, oh weia, das Ganze, das, wie ihr guckt. Aber gut, das ist guter. Bekommt ihr 50% Rabatt auf das Yasio Pro Abo, so bezahlt ihr nur 2,49 Euro im Monat. Also wenn ihr auch Lust auf einen gesünderen Lifestyle habt, dann probiert Yasio doch einfach mal aus. Ich bin wirklich großer Fan davon. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. So, es ist mal wieder soweit. Oh, Homie, jetzt pumpen, Alter. Beim Sport. Da ich morgen kein Die Kammereinstellung Wort, Alter, die werde ich mir abspeichern. Habe, Mittag. Ja, der Preis ist gut an der Kette. Nicht zu wissen, was ich essen kann oder dann Stress zu haben, werde ich jetzt ein bisschen Meal preppen, damit ich auch wirklich was Gesundes esse. Das heißt, ich koche jetzt was Schönes. Kannst du erst mal bitte duschen? Und genau, werde was vorbereiten für die nächsten Tage. Ich weiß ja, dass ich zwischendurch immer mal ein bisschen Lust habe, irgendwas zu snacken. Deswegen habe ich mir gerade einfach mal ein paar Nüsse. Boah, Nüsse aber wirklich geil. Nüsse abgefüllt. Digga, ich mache hier Fitnessstudio-Streams, Major P, dann kriege ich Ärger von Leuten, die nicht gefilmt werden wollen. Ungefähr 100 Gramm. Sieht irgendwie direkt so fancy aus, wenn man das in so ein Glas reinmacht. Das Experiment läuft ja jetzt seit ein paar Tagen und was mir auf jeden Fall am schwersten fällt, ist mich... Aber guck mal, ich hatte noch einen Arzt gesehen, der auch gemacht hat, dass er auf Zucker, komplett Industriezucker verlässt. Und das sehe ich bei ihm auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt Placebo ist, aber... Bei ihm, wenn den zu Bildschirm guckt, da war das so... Weil er so wenig Zucker gegessen hat, kam der Körper darauf nicht klar und sein Gesicht wurde erst unreiner. Was ich bei Ihnen, glaube ich, auch sehe, dass dein Gesicht unreiner wird und dann erst danach wurde es dann wieder reiner. Oder halt dann halt auf ein neues Level rein. 100% gesund zu ernähren, weil ich zwischendurch schon Lust habe, irgendwie mal was Ungesundes zu essen oder ein paar Süßigkeiten oder so. Das geht sogar so weit, dass ich heute Nacht geträumt habe, dass ich einfach heimlich ein bisschen Schokolade gegessen habe und das nicht getrackt habe. Oder der Homie hat halt wirklich das wirklich gemacht. Der tut jetzt so, als wäre es ein Traum, aber es ist wirklich passiert. Also, weil ich da dann so Lust drauf hatte. Das ist, ja, schon ein bisschen komisch. Oh Mann, ey. Boah, heute ist so ein Tag, wo ich gar keinen Bock aufs Training habe. Also ich bin irgendwie den ganzen Tag schon so ein bisschen schlapp und müde. Ich hoffe sehr, dass ich nicht krank werde. Und ich habe einfach so gar keinen Bock. Und draußen ist auch richtig schlechtes Wetter, so voll, ja, kalt und nass und so. Mich jetzt zu motivieren, das wird wirklich nicht einfach. Am schwersten während meines Experiments war es echt, Stress zu vermeiden, weil mein Job wird gerne mal ein bisschen stressig, sei es bei Dreharbeiten oder auch wenn man eine Deadline für ein Video hat. Und Stress ist ja oft auch nicht so richtig messbar. Wie kann sich Stress auf die Gesundheit auswirken? Ja, wir wissen... Sehr gut. Stress ist Gesundheit sinnvoll, wir sind Profis, sind Freunde miteinander. Kaffee Pro, grüß dich! Wir wissen, dass Sauerstress, chronischer Stress, zu vielen psychischen Reaktionen führt, aber auch zu körperlichen Reaktionen führt. Wir haben gar nicht so ein großes Belastungsproblem. Wir haben in unserer Gesellschaft eher ein Regenerationsproblem, weil wir mit der Belastung nicht richtig umgehen. Ein Beispiel, du kommst abends nach Hause, hast den ganzen Tag vor dem Computer gesessen. Kaputt bist du, träge bist du. Was machst du? Setz dich vor den Rechner,
Die Netflix-Serie musst du noch gucken. Vielleicht am besten vielleicht zwei Folgen hintereinander. Das Problem den ist, Code, den Mann fühle ich 100%, aber ich gucke die Netflix-Serie, ich gucke Shady Ass Gronk Let's Play oder Schneider, aber mein Video ist ein Arsch. Nur, es ist der gleiche Kanal, ist die gleiche Belastung, ist die gleiche Konsumrichtung. Wir müssen aber Belastung durch Ausgleich, durch Regeneration beantworten. An diesem Beispiel erkennt man das ganz schön, ja? Gib dich raus aus der ursprünglichen Belastungssituation, mach etwas völlig anderes. Hör Musik, lese etwas, geh spazieren. Ich lese, actually. Nicht lange so, 10, 15 Minuten jeden Abend, aber ist was. Geh raus in die Natur, wecke andere Sinne. Das ist die eigentliche Notwendigkeit, um Stress zu bearbeiten. Und insofern ja, beantworte Stress mit körperlicher Aktivität oder mit anderen schönen Dingen, die aber ganz weg sind von deiner Alltagsbelastung. Um dem Stress vorzubeugen, habe ich mir bewusst Auszeiten genommen. Ich mache einfach eine kleine Wanderung. Also das hilft irgendwie so am besten gegen Stress. Einfach mal so ein bisschen in der Natur zu sein. Aber auch der Sport am Abend nach so einem schwierigen Arbeitstag hat mir geholfen, so ein bisschen runterzukommen und mich entspannter zu fühlen. Training beendet. Es ist Zeit für Abendessen. Und Digga, irgendwie in meinem Gym sind alle Maschinen, die ich hier gesehen habe, den Arzt, weißt du? Ich meine, Bro, Digga, bei denen sah das so krass aus. Bei mir habe ich immer so die Wish-Version davon. Ich glaube, mein Gym ist übelst Arsch, bin ich euch, Jungs. Heute gibt es mal wieder Bowl. Also irgendwie sind Bowls zu meinem absoluten Lieblingsessen geworden während dieses Experiments, weil das ist halt voll praktisch. Ich nehme einfach Zutaten, die gesund sind, die meine Werte abdecken und packe die irgendwie alle zusammen. Finde ich richtig gut. Heute werde ich mir, glaube ich, eine kleine Lachs-Bowl machen. Was mich bei Lachs der ganzen Sache schon so ein bisschen nervt, ist immer alles zu tracken und dafür abzuwiegen und so. Aber ich glaube, actually, das kommt, wenn man das so einen Monat macht, dann weiß man das auch einfach. Und dann ist das Gewohnheit, weißt du? Also muss man gar nicht mehr tracken, sondern weiß, kann es einfach so sagen. Aber das Gericht hat, glaube ich, jetzt ganz gute Werte. 700 Kalorien, 60 Gramm Kohlenhydrate, 43 Gramm Eiweiß, 39,8 Gramm Fett. Damit decke ich auf jeden Fall alles ab, was ich abdecken möchte. Ja, und das esse ich jetzt endlich. Ist geil, das schmeckt auf jeden Fall. Ich denke jetzt in den letzten Tagen auch nicht, boah, ich müsste jetzt... Wer hat ihn dabei gefilmt? Das will ich wissen. ...bedingt irgendwie eine Pizza essen oder einen Burger oder was auch immer. Gesundes Essen kann schon richtig lecker sein. Wie wichtig ist denn das Thema Schlaf für die Gesundheit? Eins ist mir wichtig zu sagen, der Schlaf wird nicht in der Nacht gemacht, sondern am Tag. Das heißt, alles, was du am Tag machst, wirkt sich in der Nacht aus. Du musst den Schlaf vorbereiten. Licht runter. Die letzten 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen bitte nicht LED-Stimuli in Form von hellem weißem Licht. Ich hab immer Nachtmodus 100% drin, wenn ich aufcampe. Immer. Allen Dingen wirklich Ruhe. Es sei denn, wenn ich Thumbnails mache, aber das ist ja selten der Fall. Aufregenden Filme, keine aufregenden Diskussionen, keine Nachrichten oder ähnliches. Und vor allen Dingen kühle Räumlichkeiten, damit du wirklich abkühlen kannst. Warme Füße, kühler Kopf, dann bist du in einem Tiefschlaf relativ schnell. Also, es sind jetzt schon ein paar Tage, an denen ich mindestens 8 Stunden die Nacht geschlafen habe. Und ich muss sagen, das funktioniert echt erstaunlich gut. Also ich glaube auch dadurch, dass ich gerade so viel Sport mache, bin ich abends einfach so platt, dass ich gar kein Problem damit... Wir gehen gleich nach dem Video rein, Smash, Peter, guck mir die TikToks und gehen deinen Links. Mit habe einzuschlafen, fühlt sich auch gut an, so mit 8 Stunden Schlaf. Da habe ich auf jeden Fall ganz gut Energie, so tagsüber. Also von der Schlafseite her, alles top. Ich habe immer mal wieder Probleme mit Hautunreinheiten und ich hätte eigentlich gedacht, dass sich die gesunde Ernährung positiv auf meine Haut auswirken müsste. Aber das war irgendwie gar nicht so. Irgendwie ist meine Haut im Moment super unrein. Also ich glaube, actually ist der Pickel-Call, der Zucker-Call, den ich gesagt habe. Das überall 1000 kleine Pickel. Ich frage mich echt, wo das herkommt. Ich habe mich gerade gewogen und ich wiege heute zum ersten Mal unter 70 Kilo. Krass. Also, das war ja gar nicht mein Fliegengewicht, ne? Ziel, irgendwie großartig abzunehmen. Aber das habe ich dann wohl getan. Es gab aber auch Tage, an denen es wirklich schwer war, gesund zu leben, weil mein Zeitplan ein bisschen anders war. Wir haben gerade 23 Uhr, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich war irgendwie in Hamburg, habe gedreht und ich habe es heute nicht geschafft, Sport zu machen. Ist ein Komm jetzt leg's nochmal hin, mach noch ein paar Liegestütze. Ärgerlich, habe den ganzen Tag gedreht, bin dann wieder von Hamburg wieder zurückgefahren. Ich habe es immerhin hinbekommen, so ein bisschen die Ernährung zu beachten, aber ich glaube auch, dass irgendwie zwischendurch mal ein Tag ohne Sport auch ganz gut ist. Regenerationstag oder so. Sei nicht sauer auf dich, wenn, er ist sauer auf sich. Wenn es mal einmal schief geht. Es ist niemals die Tagesbilanz, sondern immer... Jungs, halt, ich sehe halt nicht wie deine Hände. Jungs, ich sehe eure Hände. Was zur Hölle? Nein, ignoriert mir. Wir sind schon, wir sind schon hier. Aber 100 Schritte.
Ego-Shooter, Junge! Hey, Alter, ich hab keine Kamera! Ah, hab ich die Wand gegeben! Ja, ich hab die Hallo, mein letzter Order! So, machen wir weiter an der Stelle, wa? Keine Ahnung, was da geschehen ist, aber wir lassen es einfach. Immer die Wochenbilanz. Wenn ich weiß, an einem Tag habe ich mal ein bisschen gecheatet, beispielsweise. Am anderen Tag... Pass auf, dass sie nicht gebannt werden, warum? Also, wegen der Waffe, die war ja, das war ja sehr offensichtlich, weil das ja nicht echt war, oder? Haha. Korrigiere ich das sofort, ohne dass mir das schwerfällt. Irgendwie fällt es mir gar nicht so leicht, auf meinen ausgerechneten Proteinbedarf zu kommen, weil so mega viel Eiweiß in den meisten Lebensmitteln dann doch nicht drin. Deswegen werde ich jetzt noch einen Proteinshake trinken, damit ich heute halt auch auf meinen Proteinbedarf komme. Aber das Geile bei dem Proteinshake ist, dass er so ein bisschen wie so ein Milchshake schmeckt und das ist eigentlich ganz geil, weil ich hier gerade nichts Süßes essen darf. Mir ist was aufgefallen und zwar ist gerade jeder krank, also wirklich jeder in meinem Umfeld war jetzt schon mindestens einmal erkältet, aber ich noch nicht. Und ich glaube wirklich, dass das mit meinem Experiment zusammenhängt, weil sowas wie gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter, das empfiehlt ja eigentlich... Mach dir das, was du, wenn du LSD nimmst. Oh. Ich auch jeder Arzt, um nicht krank zu werden. Und ja, ich glaube wirklich, dass sich das Ganze positiv auf mein Immunsystem auswirkt. Und das ist echt ziemlich geil. Also, ich hoffe, das bleibt so. Training geschafft. Die 30 Tage sind vorbei, das heißt, ich mache jetzt noch mal eine Nachher-Untersuchung und bin sehr gespannt, ob sich meine Werte verbessern. Boah, wie er direkt reinkam, Slidey, alter Chef! Hallo Volker. Hi Felix. Ey, Volker, Homie, was crunch? Ja, das ist fit, wie geht's den Kindern? Die sind tot oder so. Ich glaube, Tomatix ist ein Kriegsverbrecher. Und wie sieht's aus? Wie sind die Werte? Also, Felix, du hast echt einen rausgehauen. Man sieht Veränderung. Was schon mal so auffällt, grob kann man schon sagen, abgenommen, 3 Kilogramm, auch fast 3 Kilogramm Fettmasse. Und was wir noch gemessen haben, der Bauchumfang. Das ist so satte 3 Zentimeter weniger. Interessant auch das viszerale Fett. Das viszerale Fett ist das innenliegende Bauchfett. Das, was man gerade bei Männern so als Bierbauch bezeichnet, da hast du 0,3 Liter weniger, also hast da abgenommen, wo es auch eben sein sollte. Du hast allerdings Muskelmasse nicht großartig zugenommen, ist ähnlich gleich geblieben. Mhm. Da wäre es mal wichtig, gerade... Sad Tomato, Alter, guckt in seine Augen, Alter, der arme Bruder, der ist so traurig, er wollte ihn polieren, aber es ist... Gerade, ja, Proteine nochmal verstärkt zuzunehmen, aber was da schon interessant ist, die Zellqualität, der Phasenwinkel. Und da hast du satte 5% Zulauf. Also die Qualität der Zellen, der Muskelmasse, das ist, hat sich definitiv verbessert. Das sind also die Ergebnisse nach 30 Tagen. Ja, aber doch, also guck mal, also, hä? Der Unterschied ist, der zieht dein Bauch ein? Hä, der Unterschied ist, mit dem Bauch ist geisteskrank. Gesund wie möglich leben. Ich hab auf jeden Fall. Und er hat sich rasiert. Bisschen abgenommen, aber ich bin auch etwas enttäuscht, dass ich nicht wirklich Muskelmasse aufgebaut habe, weil ich habe halt wirklich viel Sport gemacht und auch krass auf meine Ernährung geachtet. Aber 30 Tage sind natürlich auch kein super langer Zeitraum. Und es geht ja nicht nur um äußere Veränderungen, sondern vor allem darum, wie ich mich fühle, und ich habe mich echt gut gefühlt. Also ich habe in meinem Leben wahrscheinlich auch noch nie so gesund gelebt, und auch wenn ich mich nicht wie ein komplett anderer Mensch gefühlt habe, habe ich schon einen großen Unterschied gemerkt. Und auch wenn es am Anfang etwas überfordernd war, auf einmal auf so viele Sachen achten zu müssen, haben sich meine Gewohnheiten relativ schnell geändert. Trotzdem muss ich auch sagen, dass das eine Menge Arbeit war. Also alleine frisch zu kochen und jeden Tag zum Sport zu gehen, kostet einfach Zeit. Aber wie ist das denn jetzt? Geht das denn überhaupt so 100% gesund zu leben? Nein! Aber doch, dieser Millionär schafft es bestimmt. Der ist so 99, sagen wir. Das geht natürlich nicht, weil es gibt ja viele andere Faktoren, die du gar nicht im Griff hast. Aber das, was du im Griff haben könntest, Bewegung, Ernährung, Bearbeitung des Stresses, den Schlaf und vor allem auch den Suchtmittelkonsum, wenn du das schaffst, so ein bisschen in Bahnen zu halten, das ist, glaube ich, schon der erste Schritt. Und das, was ich nicht möchte, ist, dass man irgendwann in die Religion der Gesundheit sich ergießt, und vor allen Dingen wird man nicht durch den Konsum
von einzelnen Produkten gesünder oder besserer Mensch. Es geht nur in der Gänze von verschiedenen Systemen, die wir alle in Einklang bringen müssen. Und das heißt, Körper und Geist müssen vernünftig harmonieren, wie ein Orchester, was zusammenspielt. Welche Sport- oder Ernährungsexperimente soll ich als nächstes machen? Schreib's gerne mal. Zeig mal bitte deine Füße. Das. Also dafür ein Experiment natürlich.